Alles können wir jetzt hier weiter, sieht irgendwie nicht so aus. Ja doch, scheinbar schon. Ah, so, jetzt sind wir einfach wieder hier. Ja, okay, dann ist ja... Dann ist ja alles gut. Nee, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Dann geht's ja auch nicht weiter. Ist ja easy. So, dann sprinte mal wieder weiter, jetzt müssen wir halt wieder da hoch. Ja, alles gut. Okay, ein bisschen Lauferei halt hier gerade. Aber ist doch noch in Ordnung. Also hält sich noch in Grenzen. Zack, zack, zack. Hoch da. So, genau, dann sind wir hier runtergesprungen. Und dann geht's jetzt hier weiter. Hier auch die ganze Zeit so TIE Fighter lang fliegen, ey. Mega geil. Und dann können wir nämlich hier jetzt einmal uns ausruhen und speichern. Sonst hätten wir nämlich jetzt gerade gegen diese ganzen Viecher nochmal kämpfen müssen. Dann können wir uns hier einmal ausruhen. Und dann haben wir alle Stimpacks wieder. Sind full life. Ne, die ganzen Dudes da unten leben halt jetzt wieder, aber... YOLO. So, dann... Ja, hier rein. Turbinenanlage. Leute, könnt ihr nicht mal Licht machen? Irgendwo. Ist doch nicht so schwer hier ein bisschen... mal, ne... Was ist hier, also Gastfreundschaft ist hier nicht so, habe ich das Gefühl. Hier muss man sein eigenes Licht mitbringen, man wird von imperialen Leuten angegriffen. Da ist eine Truhe. Wird gelootet. Loot ist halt hier einfach wirklich immer nur so Kosmetikartikel, ne? Lichtschwert, Sachen und halt Aussehen. Ja, ist halt so. Keine Ahnung. Immerhin haben wir mal Loot. Bei Star Wars The Force Unleashed hatten wir gar keinen Loot. Also, da hatten wir halt diese Holocrons. Nur für EP und halt Lichtschwertkristalle. Aber hier können wir mal ein bisschen mehr, ne? Ja, immer noch mal Loot. Ganz ehrlich. Okay, interagieren. Was passiert hier jetzt? Oh, es werde Licht! Und jetzt, warum ist die Musik so jetzt so angespannt? Hallo. Wurde er gerade weggefickt von dem Vieh? Ich glaube. Genau, diese auch Doppellichtschwert hat halt... Ei, was? Das habe ich nicht gesehen. Nur gehört. Alter, da habe ich mich erschrocken. Das ist natürlich echt tricky, dass die einfach rausgesprungen kommen können. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Alles klar, ich sehe. Das war ein bisschen früh, glaube ich. Ne, okay, wir gehen noch. Das war aber gerade so. Das war, glaube ich... Ah, wunderbar. Könnte ein Problem werden. Ja? Warum das denn? Ich seh's mir an. Problem? Sehe ich nicht. Also, weiß ich nicht, Philak, warum du ein Problem sein solltest. Ganz ehrlich. Ei! Ja, das Imperium war fleißig, habe ich das Gefühl. Und das ist auf jeden Fall eine geile Landschaft. Eine coole Ebene. Warum fließt denn das Wasser nach oben? Können wir das erklären? Das Wasser, oder bin ich gerade, das Wasser fließt doch noch nach oben. Also meine ich jetzt nach unten, aber halt dann auf der geraden Ebene fließt es einfach hoch. Naja, dann wollen wir mal, Freunde. Hi, ich bin da. Ich hab Hunger. Das reduziert die Qualität meiner Haltung und meiner Zielsicherheit. Das überrascht mich nicht. Die Rationen hier sind entsetzlich klein. Ich hoffe nur, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich ein Ziel verfehle. Hallo, Freunde.
Ich bin da. Warum ignoriert er mich? Der ignoriert mich voll. Der kann nur ans Essen denken. Junge, warum guckt... Guck mal, er kann doch jetzt wohl hochgucken zu uns. Er sieht mich... Ja, ist ganz unauffällig. Ist richtig unauffällig. Naja, ich glaube, die wollen, dass wir in den Kampf gehen. Aber ist okay. Dann tun wir ihm eben den Gefallen. Ah, okay, das ist halt dieser Dodgen-Schuss. Ja, moin. Ich komme jetzt hoch, ja? Ah, er ist runtergefallen. Scheiße, jetzt kann ich hier nicht scannen. Kacke. Ah, Mist. Kann ich einen von euch noch scannen? Nö. Ich glaube, der Typ hat noch ein paar seiner Leute getroffen. Also, es war ja jetzt easy. Ja. Das kennen wir jetzt schon. Hier hoch und hier hoch. Und dann warten wir kurz. Ei. Ja, okay. Ja. Und Brunner da. Das ist ganz cool hier, ne? Mit den... Dass man die Macht immer braucht, um auf dem Level wirklich mal voranzukommen. Ei, das geht aber ganz schön weit runter. Ja, okay. Wer kennt sie nicht, die klassische Rolle auf der Stelle? Sieht hier aber auch... Oh! Wow. Das muss einer der Sepho sein. Wer bist du denn, Alter? Wir sind auf der richtigen Spur, was? Sieht ja mega geil aus. Also richtig cool. Richtig cool, das Teil. Ja, Freunde. Ich, ne? Okay, da gibt's ein Meditationsgut. Da oben gibt's nämlich auch einen. Alter, wo können wir denn hier überhaupt lang? Überall. Wie hätten wir denn da hingekonnt? Kommen wir vielleicht gleich noch mal. Das sollte einfach nicht schön nehmen. Hm. Naja, mal sehen. Freunde, ich bin jetzt da. Hallo. Einfach nur blocken. Also. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob das so schwer ist. Ich glaube, ich stelle noch meine Fähigkeitsstufe, eine Schwierigkeitsstufe höher. Eine geht nämlich noch. Also auf extrem geht halt noch. Okay, wo bin ich jetzt hier? Mein Freund, seit ich Mogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Okay, das heißt... Ah, das ist wirklich hier drin wahrscheinlich jetzt, ne? Ja, okay. Also hier ist eine Abkürzung. Alles klar. Wohin auch immer. Wo war das hier? Da war die Truhe, ne? Ja. Ne, warte mal, hä? Was ist denn hier? Hier geht's weiter, okay. Aber wo bin ich denn jetzt hier gerade? War ich hier schon? Oder kenne ich es gerade einfach nicht wieder? Da war die Truhe. Okay, alles klar, alles klar. Ja, okay. Ja, ja, ja. Zack. Alles klar, okay. Die Mucke ist auf jeden Fall scary. Angsteinflößend. So, hier können wir nicht lang. Aber hier gibt es eine Rutschbahn, wenn ich das richtig sehe. Ja, alles klar. Dann würde ich mal sagen... Achso, du willst noch. Willst du wirklich noch? Weiß ich nicht, Freunde, weiß ich nicht. Dann rutscht doch mal. Rutschsteuerung ist echt schwammig, muss man sagen. Oh, okay, da geht's lang. Erst mal im Mogen gerutscht. Ja, kommst du mit? Komm, ich weiß gerade gar nicht, hätte ich jetzt während des Rutschens blocken können? Beeilung, sonst entkommt er. Aber erst mal umdrehen.
Hi, Brudi. Wer macht denn jetzt Fahrt? Jo, alles klar. Ist hier noch wer? Ja, da oben ist einer. Alter, der Sprintangriff ist ja mega. Okay. Hier. Ganz easy. Ja, doch. Okay. Freunde, ich bin hier noch da. Na, will noch wer? Kommen hier noch mehr Viecher aus dem Boden? Oh ja. Alter, habe ich mich erschrocken. Junge. Das ist aber immer ein Sound, ne? Kurze Combo, da ist ja hier bei uns jetzt so ein Horror-Game geworden. Bin ein bisschen schreckhaft heute. Holt ihn euch! Ja, okay. Jo. Alle verbündeten Einheiten am Boden. Das ist unmöglich. Zack! Weg hier! Einfach weg. Combo, Junge. Ich habe einfach X gedrückt und ein bisschen Y und ein bisschen LB. Wo willst du denn jetzt hin? Achso. Ach, hier ist das Tor. Ach, geil. Okay. Ich kann's nicht verschieben. Okay. Hier brauchen wir einen Machtschub für wahrscheinlich, ne? Guck mal, da sieht es aus, ob es weitergeht. Und da ist ein Echo drin. Ich bringe mal rein. Ganz kurz. Nee, gibt's hier, glaube ich, jetzt nicht. Ist hier gerade ein Vieh rausgekommen? Jo, ist halt wirklich. Mariana! Kommt hier schon ein Vieh raus, ey. Ich glaub's nicht. Ja, ich muss nochmal ein bisschen drüber mit reinfuchsen, wann ich immer wechsel zwischen einfach und Doppellichtschwert. Okay, wir können jetzt da lang und da lang. Ich glaube, wir nehmen den Punkt einfach mal mit, um zu speichern. Ja. Ich weiß aber nicht, inwiefern man jetzt hier halt weiter kann dann danach. Ich glaube nicht so. Ich meine, noch nicht so, wirklich. Haben wir noch einen Punkt? Ne, wir brauchen jetzt zwei. Wir brauchen jetzt zwei Punkte. Und guck mal, da können wir jetzt... Ah, okay, wir können, haben jetzt hier noch ein paar mehr Möglichkeiten sogar. Da kommen wir her. Wir können hier noch hoch. Wie konnte sich jemand reinschleichen? Nicht das Glück. Ei! Was mache ich denn gegen dich jetzt, Brudi? Achso, wahrscheinlich einfach nur... So. Okay. I see. Das ist natürlich völlig okay. Die Frage ist... Jetzt hier weiter? Oder unten weiter? Ich würde erstmal sagen, unten weiter. Gehen jetzt doch unten weiter. Ja, BD1 vibriert da hinten drauf immer ein bisschen, wenn wir an 50 schwimmen. Wir stürmen jetzt einfach mal nach vorne. Hier, ein Transportschiff verlässt die Basis. Ei! Ich weiß, sie wollen Sepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Sepho interessiert ist? Ich sehe schon, hier sind wir jetzt im Alter. Heftigen imperialen Gebiet. Da wird's ja richtig heavy hier. Der Verwundete hat einen Sturmtruppler erwischt. Es ist so ruhig, seit wir die Dorfbewohner umgesiedelt haben. Ja, jetzt macht uns nur noch die örtliche Fauna Sorgen. Aber der kann man aus dem Weg gehen. Oh ja, wie geht's noch? Aber zum Glück nichts Schlimmeres, oder? Ja, sicher. Nichts Schlimmeres. Dann wurde uns doch wohl vorgegeben, wo wir lang können. Ja. Dann hat sich die Frage ja erledigt. Speichern wir jetzt nochmal. Einfach zur Sicherheit. Meditieren. Aber das war's auch schon wieder. Ja, da oben kann man dann auch irgendwann noch lang. Alles klar, dann gehen wir auch hier rein, wo der Typ mit dem Minigun vorstand. Oben sieht es wieder nach Rutschbahn aus. Ah, hier weiter. Okay, alles klar. Moin. Ich sehe dich. Ich krieg's nicht. Nee,
Hast du recht. Es war ja fast schwer sogar. Es war ja sogar fast schwer. Kann man da noch hin? Nee. Wo hat die überall lang geht? Ah, dafür brauche ich den auch. Wo kriege ich den denn und wann kriege ich den? Alter, wie viele Truhen es jetzt schon gibt, die wir einfach links liegen lassen müssen. Jo, wie er da drauf gejumpt kommt auch immer. Okay, da lang kann ich hier noch mal. Noch was. Ah, jetzt gibt's noch was. Ja, auch da. Hey! Also, was war drin? Lichtschwerthülse, Elementarnatur. Klingt auf jeden Fall cool. Ja. Ne, dann ist hier oben weiter. Geil, jetzt kämpfen wir endlich mal wieder hier gegen ein bisschen Imperiale. Witzig wäre, wenn da jetzt einer drin steht. Oh, da stehen wirklich welche drin. Da sieht man nur so, wie da so außen einer lang klettert. Aber ich will da rein. Kann ich da rein? Ich will da rein, aber eine Truhe. Ey, erstmal die Wand mitnehmen hier. So, er da oben. Ach, er ist es jetzt, okay. Ein Treffer, okay, das ist ganz geil. Man kann halt. So, kann ich ihn jetzt bitte scannen? Man kann halt kurz so innerhalb des Kampfes halt auf einen sprinten. Und dann löst er das schon aus. Also auch wenn ich nur den quasi mache, so ganz kurz. Ich muss da nicht im vollen Sprint irgendwie sein, sondern es reicht, wenn ich halt kurz auf einen zusprinte. Das ist natürlich ganz cool so. Okay, und rein, da kam ich jetzt wirklich noch nicht rein, ne? Schade. Aber ich war, dass ich dann später noch rein kann, aber muss ich ja, wenn da eine Truhe drin ist. Und hier muss ich jetzt auch diesen Scomp-Anschluss langsam mal bekommen. Sonst bekomme ich da ja nicht. Wie vom Imperator gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Bora gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Alles klar, okay, ja, gut. Das heißt, die wollen hier gar nicht. Da waren hier halt nicht erfolgreich. Eher, ne? So, geht's lang. Ja, da vorne können wir. Wie gesagt, diesen Scope-Anschluss, den müssen wir eigentlich ja bald mal aufwendig bekommen. Sonst kommen wir da ja gar nicht weiter. Aber vielleicht kommen wir da ja noch anders irgendwie hin. Die Pause ist vorbei. Ja, okay, wenn das halt Ehre sind, dann ist. Geil, Finisher, aber man hat keine Animation bekommen. Von dem schon. Das ist immer mitreißend auf jeden Fall. Okay, wir haben ein bisschen kassiert, ist aber kein Problem. Wir haben ja auch Simpacks. Und dann nehmen wir auch gleich mal eins. Was war da drin? Wobei, wir haben da oben. Okay, ich habe Lichtschwertschalter, alles klar. Ich hoffe natürlich, dass das ein Dingens ist. Egal, ich mach's trotzdem einfach mal. Hey, genau, wir nehmen einfach mal ein. Ja, dann würde ich nur sagen, let's go.